Ein würdiger Rahmen für eine Europameisterschaft, keine Frage. Gut attackiert, aber die bessere Antwort von den Kroaten. Ein guter Start in diesem entscheidenden Durchgang, ja enorm wichtig. Da hatte Timo Boll überlegt, was er macht, sich kurzfristig für die Vorhand entschieden. Und die Entscheidung war richtig. Er braucht jetzt hier sein Erfolgserlebnis. Christian Süß. Aber auch Doran Primorac zeigt da Nerven. Aber wer will es ihm verübeln, die Konzentration hier die ganze Zeit hochzuhalten. Das Turnier dauert schließlich schon etliche Tage an. Doch Roko Tosic mit einem vermeintlich leichten Fehler. Zoran Primorac, da lächelt er, den Aufschlag, den hat er gelesen, ganz lässig verwandelt. Die Chuzpe muss man natürlich haben in so einer Phase. Und Timo Boll mit dem Vorhand-Topspin Marke ab durch die Mitte. Keine Chance für Primorac. Aber wieder der Ausgleich. Das Spiel wogt hier hin und her. Ein echter Krimi. Zu 4 im Entscheidungssatz. Seitenwechsel. Immerhin ein minimaler Vorsprung, den sie sich erarbeitet haben. Und Roko Tosic schwächelt etwas. Vorhin hat er aus diesen Positionen jeden Topspin getroffen. Jetzt diese entscheidende Phase. Zwei, drei Fehler von ihm. Aber dann dieser Flip und Christian Süß kommt nicht mehr richtig hinter den Ball. Gibt zu viel Druck.
Und diesmal etwas Glück für das deutsche Duo. Durchatmen. Der Ball springt von der Netzkante ins Aus. 7:5. Jetzt wieder eine kleine Führung. Aber knapp war's. Jetzt dieser Rückhand-Topspin. Nein, der nächste war's. Da wollte Christian Süß kein Risiko eingehen. Zog nicht voll durch, aber es hat gereicht. Und schwer am Luftsprung von Richard Brause zweck. Die Schwerkraft aufgehoben, aber hier geht's weiter. Wieder mit diesem trockenen Rückhandschuss von Zoran Primorac. Vielleicht sollten sie die Rückhand vermeiden. Impressionen abseits des Tisches von unserem Regisseur Andreas Lauterbach. Es kommt auf die Nerven an jetzt hier. Acht zu sechs führt wieder das deutsche Duo. Im Augenblick, wie gesagt, Tosic vielleicht die Achillesferse. Wieder der Fehler von ihm. Und jetzt auch Zoran Primorac. Da hat er Eisen bekommen. Die Chance war da, aber jetzt 10 zu 6. Vier Satzbälle für Christian Süß und Timo Boll. Das müsste doch jetzt reichen. Nein, vier Matchbälle natürlich. Und der Fehler, und sie haben es geschafft. Sie haben sich durchgebissen. Und sie haben es spannend gemacht. Einige Satzbälle da vergeben, aber letztlich im entscheidenden Moment haben sie gezeigt, sie sind die Besseren. Und wieder eine Medaille für den Deutschen Tischtennisbund. Die dritte, die jetzt sicher ist, die Farbe gilt es noch zu bestimmen. Eine goldene gab es bereits im Mannschaftswettbewerb. Und jetzt haben wir zwei Doppel im Halbfinale. Christian Silbereisen und Senci Bartel und jetzt Timo Boll und Christian Süß, die Titelverteidiger. Und die haben natürlich noch Großes vor. Wir sind gespannt, ob sie es schaffen. Also morgen um 12 geht's weiter mit diesen beiden hier. Da sehen wir sie wieder im Doppelhalbfinale. Hoffentlich wieder mit so viel Hochspannung, mit so viel Klasse und hoffentlich auch wieder mit dem besseren Ende für sie. So viel Patriotismus sei von dieser Seite erlaubt. Bis morgen.